Wir sind heute schon ein Stück gegangen zusammen und haben noch ein Stück vor uns, wie in der realen Arbeitswelt. Wir sind mittendrin in großen Veränderungen und auch hier wollen wir es gemeinsam schaffen, dass es sicher und gerecht zugeht auf dem weiteren Weg. Die letzten Monate geben uns Mut. Die Kolleginnen und Kollegen der BCI haben zum Beispiel für die Gas- und Ölwirtschaft gute Ergebnisse erkämpft. Mehr Lohn, mehr Urlaubsgeld und weiterhin wichtig, die unbefristete Übernahme mit Auszubildenden. Und wer in Zukunft meint, er müsste Fast Food essen, der hat zumindest eine Sicherheit, dass wer bei McDonald's Pommes holt oder sich bei Marido ein Steak bestellt, der sollte wissen, dass sich die NGGler um die 10% mehr Lohn in der Systemgastronomie geholt hat. Und das, Kolleginnen und Kollegen, bringt uns dazu, dass die Einstiegsgehälter endlich über dem Mindestlohn liegen. Die Metaller können sich jetzt über ihr Aprilgehalt freuen. Die erste Stufe des Tarifergebnisses bedeutet 4,3% mehr. Für einen Facharbeiter sind das gute 150 Euro im Monat. Kolleginnen und Kollegen, Kaufkraft, die wir brauchen in diesem Land. Und was die Metaller vorgelegt haben, das haben die Kolleginnen im öffentlichen Dienst ähnlich gut hingekriegt. Auch hier gibt es kräftig Geld für die Familien. Es ist höchste Zeit, damit vor allem die Millionen Beschäftigten der Kommunen auch ihren Anteil an der konjunkturellen Lage bekommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Glückwunsch zum Erfolg für diese Tarifergebnisse. Glückwunsch aber auch zum Erfolg für die laufenden Betriebsratswahlen. Gratulation an all die Kolleginnen und Kollegen aus den DGB-Gewerkschaften, die erstmals wieder als Betriebsräte oder wiederholt als Betriebsrat und Betriebsrätin oder Personalrat und Personalrätin gewählt wurden. Ich wünsche euch allen eine glückliche Hand und viel Kreativität bei den vor uns liegenden Herausforderungen. Die Arbeitgeber machen sich einen schlanken Fuß. Ich zitiere Joe Käser, den Chef von Siemens und damit von 370.000 Beschäftigten. Zitat: Beim digitalen Wandel werden einige auf der Strecke bleiben, weil sie mit der Geschwindigkeit auf der Welt einfach nicht mehr mitkommen. Kolleginnen und Kollegen, das ist eine Frechheit hoch drei. Er redet von Menschen, die auf der Strecke bleiben und nicht mehr mitkommen, weil sie angeblich zu blöd sind, etwas Neues zu lernen. Was für ein Menschenbild und was für ein Wegducken von der eigenen Verantwortung, Kolleginnen und Kollegen. Und das Zitat geht weiter. Auf die, die nicht mehr mitkommen, kann man nicht warten. Also müssen die Gesellschaft dafür sorgen, dass die Menschen versorgt sind. Deshalb werde eine Art Grundeinkommen völlig unvermeidlich sein. Da lässt er die Katze aus dem Sack. Die Folgen einer Digitalisierung, die nicht alle mitnimmt, soll die Gesellschaft übernehmen. Das ist Missbrauch einer richtigen Debatte um soziale Gerechtigkeit. Und es ist eine Emanzipation vor einer Marktsozialkali-Ideologie, die ich dachte, sie ist raus aus diesem Land. Nein, sie kommt wieder, eigentlich solcher Typen wie der Joe Käser und seinen Aussagen. Statt um Transferleistungen des Staates muss es doch in erster Linie um gute Arbeitsplätze gehen, um gute Arbeit. Und da haben die Arbeitgeber die verdammte Pflicht zu erfüllen. Und da sagt ein Joe Käser, Chef von Siemens, nachdem diese viele Menschen ihm und seinen Aktionären gerade einen Gewinn von 6,2 Milliarden erarbeitet haben. Das ist soziale Verantwortungslosigkeit pur. Und deswegen sagen wir, mehr Verteilungsgerechtigkeit, mehr Chancen für alle. Das ist die Antwort, die wir im Gesicht dieses Wandels brauchen.
Wir brauchen Lösungen, die die Gesellschaft trotz großer Veränderungen zusammenhält. Merkel, Nahles und Co. haben im neuen Koalitionsvertrag immerhin erkannt, dass es ungerecht zugeht in Deutschland. Schlechte Wahlergebnisse führen dann doch wohl manchmal zu einer zumindest teilweisen Erleuchtung. Aber wenn auch die Herausforderungen richtig beschrieben sind, verliert sich der Koalitionsvertrag sich dann anschließend im Klein-Klein. Es sind viele richtige Einzelmaßnahmen beschrieben, aber die Geschichte des Gelingens fehlt. Und diese verlangt mutige Schritte. Mutige Schritte in Investitionen in Infrastruktur und Bildung, in eine Arbeitsmarktpolitik, die vor Verlust von Einkommen und Status schützt und Qualifizierung klar vor Vermittlung stellt, die Beratung und Angebote zur Anpassung der beruflichen Qualifikation bietet, ohne dass die Beschäftigten arbeitslos werden, die Zahl der Anspruchsberechtigten auf ALG I erhöht, die das unterfinanzierte Hartz-IV-System so ausstattet, dass Leistungen erhöht und die würdelose Anrechnung von Vermögen reduziert wird. Wir brauchen keine Blendgranaten, wie jetzt die neue Idee des solidarischen Grundeinkommens. Es geht nicht direkt zu, ohne dass die wesentlichen Eckpunkte von Hartz IV deutlich verändert werden, Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich solche Menschen wie Jens Spahn faseln höre, Hartz IV reiche für ein menschenwürdiges Leben aus und 2,70 Euro pro Kind und Tag wäre ausreichend, dieses gesund zu ernähren. Kolleginnen und Kollegen, bei solchen Aussagen bekomme ich Würgereiz. Aber wir sagen vor allem der Politik, es war schon immer die Beschäftigten, die Betriebsräte, die Personalräte und die Gewerkschaften, die bei der Veränderung der Arbeitswelt gute Lösungen hatten. Es ist Tatsache, wo wir gestalten, da sind Arbeit und Leben sicherer, gerechter und selbstbestimmter. Also ist heute unsere Forderung an die Politik: Macht unsere Betriebsräte und Personalräte stark für diesen Wandel. Etwa, dass wir endlich ein wirksames Mitbestimmungsrecht für Qualifizierungsmaßnahmen bekommen in den Betrieben. Stärkt das Tarifsystem in diesem Land, etwa indem Tarifflucht bei Ausgliederungen und Umstrukturierungen verhindert werden. Dann bleibt auch das Land stark. Es geht doch um die Chance im Leben und um nichts weniger als die Würde der Menschen. Das sind die Kernaufgaben des Sozialstaates. Zur Würde des Menschen gehören Arbeit unter gerechten Bedingungen, eine Rente, die die Lebensleistung würdigt, die Gleichbehandlung beim Arzt oder auch eine sinnvolle Förderung für alle, die arbeitslos geworden sind. Und zur Würde gehört auch bezahlbarer Wohnraum für alle, auch für die mit kleinem Einkommen. Statt Mietwucher endlich wieder mehr sozialer Wohnungsbau ist gefordert, Kolleginnen und Kollegen. Und zu den Chancen gehören keine Kita-Gebühren, verlässliche Ganztagesbetreuung, Unterricht, der auch stattfindet und nicht ständig ausfällt, und keine maroden, verordneten Universitäten und Berufsschulen. Wir brauchen mehr Investitionen in diesen Bereich. Diese Themen stärken die Gesellschaft und ihren Zusammenhalt. Die Politik darf sie nie schleifen lassen. Im Gegenteil, sie müssen an den neuen Herausforderungen angepasst werden. Wir wollen einen handlungsfähigen Staat. Einen handlungsfähigen Staat brauchen wir, die eben nicht das Geld haben, nicht die Möglichkeiten haben, das, was sich die Reichen leisten können. Wir haben kein Kindermädchen, wir haben keine Pflegekraft, wir haben keinen Luxusbungalow um die Ecke. Nein, wir sind auf unsere Arbeit, unser Einkommen und auf einen starken Staat angewiesen, Kolleginnen und Kollegen. Es war eine Sozialdemokratin hier aus Kassel, der wir den Start der modernen Gleichberechtigung verdanken. Elisabeth Selbert kämpfte 1948 für die Formulierung im Grundgesetz: Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
Was würde diese Genossin heute zum Rumgeeiere der Politik in Sachen Teilzeitfälle sagen? 1 Million Beschäftigte wollen temporär in Teilzeit gehen, weil es zum Leben passt, wenn sie nachher zurückkehren können. Beim aktuellen Vorschlag für die Rückkehr auf Vollzeit wurde den Interessen der Arbeitgeber schon ordentlich entgegengegangen. Erst ab 45 Beschäftigten soll es überhaupt erst losgehen, mit dem Rechtsanspruch, die Arbeitszeit temporär absenken zu können. Das bedeutet, wer beim Bäcker, in einer Arztpraxis oder in einer kleinen Werbeagentur angestellt ist, Pech gehabt. An etwa 30% der Beschäftigten geht dieses Gesetz schon deswegen dran vorbei. Und jetzt fahren die Arbeitgeber die Attacke, dass die 1,8 Millionen heute Teilzeitbeschäftigten, die gerne wieder länger arbeiten wollen, ins Ofenrohr schauen, wenn der Arbeitgeber Nein sagt, ohne dass er den Beweis antreten muss dafür, dass es nicht geht im Betrieb. Kolleginnen und Kollegen, wo leben wir denn? Sprechen nicht die gleichen Arbeitgeber Tag für Tag über den drohenden Fachkräftemangel? Das ist mehr als kognitive Dissonanz. Das ist Unsinn, was da vertreten wird. Wir müssen die Chancen jeden und jede erhöhen, dass sie eine ordentliche Vollzeitbeschäftigung hat. Und das gehört auch Rückkehrrecht auf Teilzeit, auch für die Heuteilzeitbeschäftigten, Kolleginnen und Kollegen. Und wenn jetzt die Sonne rauskommt, erinnert mich das immer an ein Thema, nämlich das Thema Arbeitszeit. Und die Frage ist heute, was machen wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, damit die Transformation in das digitale Arbeit, die digitale Arbeitsgesellschaft das Leben für alle verbessert. Das Beispiel Arbeitszeit zeigt, wir können uns selbst kümmern. In der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie haben wir durchgesetzt, dass jeder auch mal eine Zeit lang auf 28 Stunden runter kann, wenn es zu seinem Leben passt. Und wir haben eine Geldzeitkomponente eingebaut, dass jeder, der kleine Kinder zu Hause hat, pflegebedürftige Angehörige oder in Schichtmodellen arbeitet, nochmal extra Tage frei bekommt und der Arbeitgeber noch zusätzliche Tage obendrauf legt. Und ich will euch Mut machen, Kolleginnen und Kollegen. Was wir da gemacht haben in der Metall- und Elektroindustrie, hat uns richtig gut getan. Mit Streiks haben wir auch hier in der Region 24 Stunden die Betriebe dicht gemacht. Das hat Druck entwickelt. Ob es bei Daimler, bei Bombardier, Rheinmetall oder Senior Flexonics war. Wir wissen, was es heißt, der alte Spruch, wenn dein starker Arm es will, legen wir alle Räder still. Das haben wir mal bewiesen, wieder auch hier in Kassel, wie ganz in der Republik. Und Kolleginnen und Kollegen, diesen Konflikt kommen wir stärker raus, als wir reingegangen sind. Und noch etwas war besonders toll. Auch von vielen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Gewerkschaften, von vielen von euch haben wir viel Solidarität und Daumendrücken erhalten. Dafür auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gestern Nacht hat Trump entschieden, die Strafzölle für Stahl und Aluminium nochmals um einen Monat auszusetzen. Trump spielt mit der Angst vor einem Handelskrieg und verletzt dabei jedes internationale Recht. Strafzölle gegen Dumpingimporte, bei denen nachweisbar der Preis unter den Herstellungskosten liegt, wie etwa bei Dumpingstahl aus China, das sind legitime Schutzmaßnahmen. Aber Strafzölle gegen Handelspartner wie Europa oder Kanada, die allein der Abschottung des Heimatmarktes dienen, haben keine Rechtsgrundlage. America First ist der Aufruf zu einer Spirale des Protektionismus, an deren Ergebnis alle leiden werden. Wir wollen freien, aber fairen Handel. Und was wir gerade nicht, überhaupt nicht brauchen können, wie ich gestern Nachrichten hörte, ist eine neue Debatte über irgendein TTIP-Light, Kolleginnen und Kollegen.
Nein, wir brauchen Kriterien fairen Handels und wir brauchen eine Stärkung der internationalen Welthandelsorganisation WTO. Das ist die notwendige Alternative. Und Abkommen, die die Verletzung von Arbeits- und Umweltstandards ausschließen. Aber im Moment ist offensichtlich jedes internationale Recht Makulatur von den Großmächten, wenn es darum geht, die Neuvermessung des Globuses zu vollziehen. Handelskriege ohne Sinn und Verstand, Bürger- und Stellvertreterkriege, die nichts als Leid für die Zivilbevölkerung bringen. Es ist doch unfassbar, dass in Syrien inzwischen 500.000 Menschen getötet wurden, die Weltgemeinschaft aber in Erstarrung verfällt oder je nach eigenen Interessen fleißig mitmacht. Es ist unfassbar, dass die Friedenspolitik um Jahre zurückgeworfen wird. Krieg war noch nie eine Lösung für die Krisen dieser Erde. Frieden schaffen ohne Waffen, das ist und bleibt unser Leitbild, Kolleginnen und Kollegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin mir sicher, wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter tragen entscheidend zur Arbeitswelt von morgen bei. Denn wir haben klare Werte, die uns standhaft machen: Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit. Wir haben Instrumente, die uns stark machen: Mitbestimmung und Tarifverträge. Und wir haben kompetente Leute, verantwortungsvoll, anpackend, mutig. Wir dürfen nicht vergessen, auf viele zivilisatorische soziale Fortschritte werden wir heute noch warten, wenn die Gewerkschaften nicht ordentlich Druck gemacht hätten. Denn wir alle gemeinsam haben die Erfahrung, haben die Kraft, haben die Ideen für eine gute Zukunft für alle. Das ist doch die Botschaft, die heute von den vielen 100 Mai-Kundgebungen ausgehen soll. Wir stehen für Solidarität. Wir stehen für Vielfalt. Wir stehen für Gerechtigkeit. In diesem Sinne, Glück auf zum 1. Mai 2018.